Einen wunderschönen, da bin ich wieder mal, Odin. Und ich muss die Kamera noch mal tiefer machen, würde ich sagen, wa? So. Und mit der zweiten Ausgabe der Hardware News, da ist auch noch geplant. Also, wie ihr mitgekriegt habt, kann ich jetzt so schon mal sagen, wir haben neue Banner. Also, ich habe neue Banner gemacht, also Intros besser gesagt, was jetzt vor die neuen Videos alle gemacht wird. Auch für hier, für Hardware News, habt ihr gesehen, ist ein neues Intro da, ein Outro habe ich auch gemacht. Müsst ihr warten, bis am Ende kommt das Outro. Aber jetzt erstmal zu den News. Ich habe brandheiße News, brandaktuelle News bekommen. Deswegen seht ihr hier schon dieses Fenster. Ich habe schon was vorbereitet, um euch das mal ein bisschen zu zeigen. Und zwar haben viele gefragt nach einer Möglichkeit, das Toxlink-Signal, also optischen Kabel, also praktisch, will ich euch mal einen guten zeigen. So. Also so eng, sondern weil viele wissen ja nicht, Toxlink, SPDF, optisch, ja, hat mehrere Begriffe, und zwar ist es so einer, wodurch Licht übertragen wird. Den stelle ich auch noch morgen in einem Video vor und mache einen Vergleich mit einem anderen Toxlink oder zwei anderen, besser gesagt. Ja, jetzt machen wir ihn erstmal weg, räume ich nachher weg. So, dazu kommen wir jetzt nicht, das machen wir morgen. Worum es jetzt geht, ist um optisches Signal. Viele von euch wollen das optische Signal verteilen. Die haben das Signal von der Playse und möchten es gerne an zwei Soundquellen gleichzeitig ausgeben. Auf die Dolby-Anlage bzw. Fernseh und aufs Headset, wenn das Headset natürlich optisch unterstützt, wie Triton und wie sie alle heißen. Oder halt ein Signal zum, weiß ich, zur Dolby-Anlage und eben zum Laptop, wo, dass man dann über Headset seinen Ton hat, weil viele Laptops haben ja dann einen optischen Eingang bzw. PCs. Da kommt auch dennoch dieses Tool jetzt, dieser kleine Stecker. Demnächst mache ich auch morgen ein Video und zeige euch, wie man das anschließt. Ja, da habt ihr dann die Möglichkeit, damit den optische halt zum Laptop zu jagen. Ja. Und jetzt habe ich ganz, 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 ganz brandaktuell, ganz, ganz, ganz heiße News sozusagen, worauf ich mich schon riesig freue, euch das zu präsentieren und zu zeigen. Also ich zeige euch jetzt erstmal die Bilder und erkläre ein bisschen was dazu. Und Ende diesen Monats, weiß ich noch nicht genau, bekomme ich ein Vorführmodell davon. Ja, und dann kann man es auch kaufen. Man kann es noch nicht kaufen. Ich habe aber die Erlaubnis, ich darf schon News dazu machen. Ich darf schon sagen, dass es kommt. Es ist auch schon verfügbar auf der Seite zu sehen, aber man kann es noch nicht kaufen, weil es noch nicht da ist. Und zwar geht es hier um dieses schnucklige Gerät. Wieder von Ligavo, wie ihr gesehen habt. Und zwar macht dieses schnucklige Gerät vier optische, vier. 4 zu 2. Ja, viele fragen sich, was ist 4 zu 2? Ja, man kann vier Geräte anschließen, zum Beispiel PS3, PS4, Xbox 360, weiß ich nicht, hat die optisch? Ja, die hat optisch, glaube ich. Receiver, zum Beispiel. Ja, die könnte man jetzt daran anschließen und dann hat man zwei Ausgabequellen, also zweimal Toxlink, also optischen Kabel, wo man den Ton gleichzeitig ohne Qualitätsverlust ausgeben kann. Nicht eine Quelle wird versorgt, die andere nicht. Nein, gleichzeitig zwei Quellen. Man kann aber auch sagen, man will beide Ausgänge mit verschiedenen Tonsignalen versorgen. Ja, das geht. Zusätzlich wird, ich zeige auch gleich noch die genauen Bilder, was ich habe. Zusätzlich ist eine Fernbedienung, dass man per Fernbedienung umschalten kann, und einen Sender, den kann man sich dann irgendwo hinkleben, an der Seite vom Fernseher, oben auf dem Fernsehruf oder so, und kann das dann praktisch hinter der Schrankwand verstecken, dass das nicht auffällt, und dann kann man mit der Fernbedienung da hin und her switchen. Etwas, was wir alle lange, also alle, die vernünftig Ton und was ist egal, alles haben wollen und ihre Geräte alle untereinander vernetzt haben und verbunden haben, lange drauf gewartet haben, weil das ging vorher nie. Man musste immer mit so einem Drehknopf, so gibt es so billige Dinger, die sind nicht so toll, weil leiert schnell aus, und vorne, das ist auch, ach,
Dann gibt es diese schwarze mit eben Eingang und zwei Ausgänge. Oder wenn man es andersrum macht, hat der Kani, der kann davon nur Negatives berichten, weil Störungsgeräusche, läuft nicht parallel, läuft nicht gleichzeitig. Er ist damit überhaupt nicht zufrieden und er hat es von Hamara? Keine Ahnung. Hat der Kani jedenfalls mir gezeigt in der Cam und der ist auch nicht davon zufrieden, also damit zufrieden. So, jetzt zeige ich euch mal das nächste Bild. Hier seht ihr, ich zoome mal ran, nicht wundern, es ist etwas verpixelt, ich habe es halt nur in einer kleinen Qualität, momentan noch. So, dort ist der Stromeingang, glaube ich, ja, das ist der Stromeingang. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4. Nee, ist das out? Nee, hier ist Input. 1, 2, 3, 4 mal Input. Und zweimal Ausgang. So, da ist der 1, 2 Ausgang und 1, 2, 3, 4 mal Eingang. Das heißt, ich zeige euch mal das nächste Bild. So, dort ist die Fernbedienung. So, da SPDF. Und hier hat man jetzt 4, also hier oben A und B sind für die beiden Ausgänge. Einer ist A, der andere ist B. Und jetzt kann man sagen, welchen von den vier man auf A und welchen von den vier man auf B haben will. Ja, man kann 1 und 1 auf B machen, A und B machen. Zum Beispiel 1 ist PlayStation 3, 2 ist PlayStation 4. Wartet mal, da habe ich doch auch Google Tool. Ich habe da ja vorhin ein bisschen rumgespielt. Ich habe ja was gefunden. Aufnahmesymbole, Effekte. Okay, so, jetzt nehmen wir mal den Stift hier raus und wir nehmen uns mal den Stift vor. So, man kann jetzt zum Beispiel sagen, hier, das ist die. Sorry Leute, das sieht ein bisschen scheiße aus, wenn ich das so rin mache. PS3. So, 1. Geht jetzt nur um die Nummer, geht jetzt nicht um den Buchstaben. Das ist die PS3. Vier. So. Das ist, lassen wir mal, ist ja. So. Und jetzt kann man natürlich sagen, man hat auf 1 zum Beispiel TV. Oh, schreiben wir mal hin. Und hier haben wir Headset. Mache ich nur ein H für Headset. Bumm. So. Jetzt könnte man natürlich sagen, weil ja auf 1 PlayStation ist, drücke ich hier 1 und dann habe ich es auf dem TV. Und PS4 will ich jetzt, weil ich da gerade mit einem Kumpel quatsche, weil er hat ja diesen Multichat und so, will ich weiter behalten, mache ich auf Headset, mache ich auf B. Man könnte aber auch sagen, wenn man sagt hier, ich mache jetzt 1 auf A und ich mache auf B auch 1, dann habe ich am TV und am Headset die PS3. Und wenn mir das dann zu blöde ist und ich sage, Mensch, ich will jetzt aber PS4, habe ich jetzt irgendeine Mucke drinne, die soll über das Headset kommen, mal da, also so brauche ich es nicht machen, ich brauche eigentlich hier nur drücken B, so, und da B die 2 drücken, dann geht die PS4 bei B beim Headset an, mach mir da die Mucke an, wechsel vom Fernseher dann wieder auf PS3 und sag hier, den Sound von der PS3 soll per optisch zum TV gehen. Also richtig geil, richtig geil. Hammergeil. Darauf haben wir alle gewartet. Also das ist ja nicht nur das. Keine Ahnung, was will man denn mehr? Man kann vier optische Geräte anschließen und kann sich aussuchen, auf welchen von den zwei optischen Ausgängen man diese vier Geräte macht. Das ist scheißegal. Man kann zum Beispiel eins auf beide wiedergeben. Man kann auch wechseln und das alles mit Fernbedienung, nicht mehr mit diesem scheiß Drehknopf, der dann auch ausleiert irgendwann und so. Hammergeil, ich habe ewig drauf gewartet. Und habe jetzt die Ankündigung gekriegt, dass es kommt. Es kommt, wie gesagt, Mitte November, Ende November. Das steht noch nicht ganz fest, wenn die Lieferung da ist. Im Shop steht sie drin. Man kann diese Gerät noch nicht bestellen. Man kann es sich nur angucken. Man kann es sich nur angucken. Ich werde den Link auf jeden Fall drunter klatschen. Und ab Mitte bis Ende November irgendwann trudelt es ein. Ich darf auch ein Video dazu machen. Ich werde auch ein Video dazu machen. Das werdet ihr auch hier im Kanal dann gleich finden. Sobald es da ist, bekomme ich es und mache ein Video und zeige euch das. Das ist, Leute, das ist alles, auf was wir gewartet haben. Hammergeil.
Und wenn ihr jetzt zum Beispiel den Splitter von mir, den HDMI-Verteiler von 4 auf 1, wenn ihr den jetzt auch zum Beispiel habt, der hat ja, der teurere, der hat ja auch einen optischen Ausgang. Den könnt ihr dann praktisch auch damit ranjagen. Für die Wii zum Beispiel. Ja, das kommt alles noch, das werde ich euch dann jetzt in dem Tutorial zeigen, wenn in dem Hardware-Check zeigen, wenn ich das zeige ich euch nochmal. So. Wenn ich dieses schnucklige Gerätchen, worauf ich richtig heiß war, und jetzt kommt da noch so eine News, so, wenn ich euch diesen hier zeigen werde, den HDMI-Verteiler von 4 auf 1, also 4 Eingänge, ein Ausgang. Und da haben wir hier einen Toxlink, also einen optischen und Kopfhörer halt. Und da könnte man dann was anschließen und das kriegt man dann auch über Dolby-Anlage. Wie das jetzt mit einzelnen Geräten wird, kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe es noch nicht geschafft zu testen. Ich bin ja voll heiß drauf, aber ich hatte jetzt einige Dinger noch zu machen. Dann habe ich Tochter und hast nicht gesehen. Aber es kommt. Also ich werde mich morgen definitiv ransetzen und werde dieses Teil machen. Also wenn ihr morgen im Kanal guckt, seht ihr schon, morgen im Laufe des Tages kommt dieses Video. Ich werde mich Vormittag, ich denke mal frühs gleich ransetzen und dann kommt auf jeden Fall dazu das Video und könnt ihr euch dann schon mal erinnern und euch freuen, dass bald das nächste Teil kommt. Ich bin ja schon voll heiß drauf. Also das ist ja, also besser geht's ja nun ja nicht. Also ich weiß ich nicht, Leute. Ich warte ja selber ewig drauf. Ich warte ja schon ewig drauf, weil ich habe den Receiver, ich habe die PS3, ich habe die PS4. Das sind drei Geräte. Ich habe aber in meiner Teufelbox nur zwei Eingänge. Zwei Eingänge. Ja, und was ist mit den Leuten? Ich kenne viele, die haben jetzt PS3, Xbox 360, Receiver. Ja, die haben drei Geräte. Oder Wii U hat die einen optischen? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht, ob die Wii U einen optischen hat. Jedenfalls, die haben mehrere Geräte mit optisch, haben aber nur einen optischen Eingang. Weil nur die Teufelbox hat ja noch logischerweise zwei. Aber ein Fernseher hat nur einen Eingang. Und da immer hin und her stecken, ist echt scheiße. Und ein richtiges Dolby-Signal über HDMI wird nur indirekt übertragen. Ja? Wenn man vom Fernseher zur Teufelbox macht, ist das auch nur etwas abgeschwächt. Ist halt auch nicht so pralle. Deswegen ist das jetzt eine bombastische Lösung. Also ich kann, und vor allen Dingen zwei Ausgänge. Einen zum Fernseher, einen zur Teufelbox oder zur Soundbar oder was weiß ich. Ich freue mich. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen brandaktuellen News einen Gefallen tun. Ich werde den Link drunter klatschen, dann könnt ihr euch das Gerät schon mal, da sind die gleichen Bilder drin, die ich hier auch habe, könnt ihr euch das Gerät nochmal angucken, ein bisschen durchlesen. Kostet, kann ich euch auch sagen, wo habe ich? Da. So, kostet 32,45 Euro, 75. Also nicht die Welt, also echt geil. Kann ich echt, ich leg das mal kurz hier drüber. So. Bei Deluxe Cable, wie immer. Ligaro, da steht die Nummer. SPDF Toxlink, Matrix 4 zu 2, Audio Switcher. 32,75 €. Und das ist für so ein geiles Gerät, ist der Preis ja fast lächerlich, muss ich sagen. Das ist ja, vor allen Dingen darauf wartet ja fast jeder. Also, ich werde mir das auf jeden Fall holen. Ich mache auch Video dazu, das müsst ihr euch angucken. Das ist einfach geil. So, dann sind die News auch erstmal beendet, würde ich sagen. Genießt das neue Outro. Ich wünsche euch was und wir sehen uns in nächsten Kategorie, Tutorial oder. Achso, ja, morgen. Morgen kommt ja gleich hier Hardware-Check zu dem HDMI-Switcher. Da wünsche ich euch viel Freude mit. Wenn euch die News gefallen haben, postet bitte drunter. Mich würde auch gerne mal interessieren, wer so ein Teil sucht und wie viele sagen, ja, so was ist interessant. Bitte einmal drunter posten. Bis dahin verabschiede ich mich, euer Odin.